Hallo Stier, herzlich willkommen bei Lügenherz in der Mord zu deinem Monatsorakel für den Juli. Wie immer schauen wir hier auf deine Themen und wir fangen an, was dir durch den Kopf geht jetzt im Juni. Was ist los bei den Stieren? Oha, eine Personenkarte und der Ring und deine Gedanken. Du hast jemand Bestimmtes im Juni im Kopf. Oha, das sieht ja fast nach einem Heiratsantrag hier aus. Und womit beschäftigst du dich denn real? Was ist das Thema? Ja, meine Güte. Die Frage, will sie, will er oder nicht? Wir haben da eine weibliche Person, aber es kann natürlich auch ein Mann sein mit einer etwas weiblichen Energie, ne? Das ist halt einfach eine Person. Ja, du willst hier Nägel mit Köpfen machen, mein lieber Stier. Mit dem Kompass hier, ja, die Frage, will sie nicht? Ja, aber du willst auf jeden Fall das ganz klar hier in die Öffentlichkeit bringen und hier den Bund fürs Leben sozusagen eingehen. Mein Gott, was hast du vor? Und da legen wir Tarotkarten drauf. Es geht um eine feste Beziehung, zumindest zu einer Person. Ob du diese Menschen gleich heiratest, sei dahingestellt, ja. Aber es geht um was wirklich Festes und was Langfristiges auf jeden Fall hier. Weil wir den Baum hier unter dem Ring haben. So, und jetzt ganz ruhig hier mal die Karten, die flippen hier gerade aus. Eine Karte hätte ich gerne. So. Acht der Münzen. Die beiden sind rausgefallen. Du weißt, du brauchst Geduld, Langmut. Dieser Mensch ist vielleicht nicht gerade jemand, der das so ausstrahlt zumindest. Du weißt, bist dir nicht sicher. Du weißt, du musst geduldig sein hier. Vielleicht hat er eine Beziehung hinter sich gerade. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass es vielleicht diesem Mann, dieser Frau nicht so gut ging. Ja? Gebrochenes Herz oder was weiß ich. Es ging diesem nicht so gut. Und der ist noch gar nicht vielleicht so bereit für eine Beziehung hier. Du weißt hier, dass da was zu tun ist und du wirst Geduld haben müssen, auch auf die Emotionen hier sehr viel Rücksicht nehmen, auf diese Menschen, das hast du aber alles. Ne? Die Acht der Münzen zeigt auch an, dass man wirklich da was zu tun will und aber auch sehr optimistisch, dass sich das einfach lohnt mit diesen Menschen, auch Geduld aufzubringen. Das ist so deine Devise, du willst das hier eingehen. Ich guck ja manchmal hier und da haben wir drei der Münzen. Du willst hier was aufbauen mit dieser Person. Du willst was aufbauen und du lässt dir Zeit und wir haben hier drei. Es kann sein, dass dein Mensch hier auch in therapeutischer Behandlung ist. Ne? Also du bist bereit, auch mit jemandem darüber zu reden. Wie können wir es tun? Wie können wir es machen? Ich habe Geduld ohne Ende. Der Stier hier. Dieser Mensch ist es dir wert. König der Schwerter. Und du sagst das auch ganz klar. Wow. König der Münzen, König der Schwerter, du machst hier im Juni. Du übernimmst Verantwortung. Ganz klar hier mit dem König der Münzen. Und der hat Geduld, der denkt langfristig. Du willst hier kein Risiko bei den Menschen eingehen. Du sagst dem hier, du kannst dich auf mich 100.000%ig verlassen. Archetyp des Vaters hier mit dem König der Münzen. König der Schwerter. Du sagst klar, klipp und klar, wie du es denkst. Du hast einen Plan, du hast eine Vision und du lässt dir Zeit. Und das wirst du diesem Menschen so auch sagen und auch so danach handeln, dass er das glaubt, dass du dir Zeit nimmst, dass du Verantwortung übernimmst, dass du bereit bist. Fantastisch. Das ist sehr schön, wie du machst. Und du hast auch die Ruhe dazu. Münzen hier ohne Ende.
Bei dir ist ja auch dein Element. Wie geht's weiter? Da haben wir die Wolken. Die Routen. Und eine Zusatzkarte, der Wunschbrunnen. Du siehst hier mit den Wolken die helle Seite an den Routen. Es lichtet sich. Vielleicht auch im Herbst wird es besser. Man redet viel. Und das hat hier wirklich eine Tiefe. Das kann hier wirklich auch für einen Therapeuten stehen, ja, wo man sich Rat holt. Der sagt, hab Geduld. Es ist mit diesen Personen ist es nichts Oberflächliches. Und das weißt du. Und deswegen setzt du dich auch dafür ein und setzt dich da wirklich mit auseinander. Und ich sehe das hier zum Herbst hin, dass das sehr fruchtet. Also hier haben wir Ritter der Münzen. Ne? Das ist eben nicht, das ist dir auch bewusst, dass im Sommer nicht geheiratet wird, sondern dass dieser Mensch Zeit braucht. Und im Herbst lichtet sich das Ganze und du kommst zu einer Wunscherfüllung hier und auch diese Tiefe, das ist wirklich, das hat sehr viel Substanz, das ist überhaupt nichts Oberflächliches. Was sagt das Tarot hier noch dazu? Ja. Zwei der Kelche, ne? Seelenpartner, auf Augenhöhe, Seele, schütze dich, diese Menschen wahnsinnig verbunden. Und er dir wahrscheinlich auch, oder sie dir, eine Karte noch aus diesem Tarot. Denn können wir das ja auch schon beenden. So, jetzt haben wir zwei Karten. Ast der Stäbe. Erschreck dich hier nicht. Du weißt, die Zeit wirst du brauchen mit diesem Mann, dieser Frau. Es wird natürliche schlaflose Nächte geben, ja. Es Ast der Stäbe, eigentlich möchtest du hier einen leidenschaftlichen Neubeginn. Du möchtest echt, dass hier diese Beziehung in dem Fokus steht. Das wird es aber nicht, weil dieser Mensch noch andere Sachen zu erledigen hat. Und das weißt du aber. Das wird eine Durststrecke werden, aber dir ist es bewusst und du wirst es investieren. Und hier als Unterdeck nochmal hier, 10 der Kelche, es ist absolut wert, das ist für dich die absolute emotionale Erfüllung. Auch das, dass es diesen Menschen gut geht, das ist es wert, also sehr schön. Aber das wird dauern und da wird noch etwas Wasser den Bach runterlaufen oder wie nennt man das, ja? Das wird noch einige schlaflose Nächte oder gedankenvolle Nächte hier sein, aber das weißt du. Eine Karte bitte aus dem Orakel hier noch, was kann man hier noch zu sagen? Reise, das ist als erstes rausgefahren. Ja, Buckelwal, schöne Karte. Die Reise, es ist eine Reise, ne? Also von Sartre ist das, glaube ich, der Weg ist das Ziel. Dieser Weg wird hier nicht ohne sein, aber auch sehr bereichernd. Du gehst diese Reise mit diesem Menschen zusammen. Du lässt den nicht allein, was immer der auch hat an Dingen, die er bewältigen muss. Du nimmst es auf dich. Sehr schön. Wir schauen natürlich im fortlaufenden Link auf diesen Menschen. Zeitkarte, Sternzeichen. Und ja, wenn du eine persönliche Beratung buchen möchtest, schreib mich gerne an oder geh über meine Website. Und genauso bei einer astrologischen Beratung. Bis dahin, mach's gut, dein Löwenherz.